Und man, wieso steht da daneben? Wie konnte er so ein Riesenbiest nur verfehlen? Von dieser Distanz aus. Das ist ja groß wie ein Einfamilienhaus. Gut, das ist natürlich ein bisschen gar übertrieben. Stimmt natürlich in keinster Weise, aber das ist richtig groß. Ach, hier ist noch Frachtgut, ich erinnere mich. Mann, dieser Stahlbart. Dieser Stahlbart, das kommt bestimmt von dem Fluch. Mann, das ist ja gegen normale Gegner nicht so, aber gegen diese Graben ist die eine richtige Hilfe. Kompliziertes Schloss. Das war ein Herz, die wirft die immer so schön um, dass wir sie abmetzeln können. Okay. Da hinten ist auch noch ein Frachtgut. Sehe ich da richtig? Ist da hinten eine Flasche? Warte, Tulipan. Was das mit diesem Fokus ist ein bisschen schon wieder. Hat er diese Riesenkrabbe verfehlt? So. Was haben die davon? Zusammen. Ach, Mann, auch noch das. Der Strand ist ja voll mit Biestern. Fragt gut, die Muschel kann auch noch mit. Wer hat sie da schon angegriffen von diesem Teil? Ist das rum oder eine Flaschenpost? Eine Flaschenpost. Inventar. Plunder. Ausrüstung. Benutzbare Extraktorierfurcht. Alles. Laufende Stiefel, Proviant, Tränke, Kugeln, rostige Nägel, Rotwein 3, 4-mal Frachtgut. Hier gibt's. Geht doch. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Okay. Turmschlüssel. Ach, zu Tahans Zelle. Ja, da muss ich schon lange nicht mehr hin. Hast du den um die Ecke gebracht? Zur Stadt. Ich komme da nicht ganz mit zum Strandrudern.
Ist ja toll. Ich möchte zur Stadt. Puerto Isabella. Okay. Epical. Ja. Bleibt immer noch die Frage, wie wir da vorbeikommen sollen, um die Kanonen zu sabotieren. Da steht ja scheinbar 24 Stunden da. Was soll das denn werden? Bis Mitternacht einmal pennen. Und guten Morgen. Ach ja, Kopfhörer, eine kleine Bemerkung. Der Bett stinkt. Könnt es mal mit Persil waschen? Und per Wohl. Zum Wohl. Chani wird uns begleiten. Gut. Uns fehlt nur noch ein Mann. Ich habe einen Piraten im Gefängnisturm gesehen. Das ist Hawkins. Er gehörte zu Crows Leuten. Crow ist tot. Damit endet seine Loyalität zu ihm. So sind Piraten eben. Wenn du es schaffst, ihn zu befreien, hilft er uns garantiert. Sag mal, wie hast du den kleinen Helden eigentlich kennengelernt, hm? Zuerst ist meine Sorge. Ich muss dir wohl die Ohren langziehen. Wie ich da diese Kanonen zerbuttern soll. Danke, hast mir geholfen. Hey! Bleib stehen! Butter! What the fuck? Rein ins Gemüse oder raus ins Gemüse. So. Hey, was? Ich hab doch geblockt. Hey, blocking, I am speech and blocking. Ach, jetzt weiß ich, was mich da getroffen hat. Das war der von oben, dieser Penner. Okay, das ist frei. Da schießt er auch jedes Mal daneben. Hey, Johnny! Zeig's ihm! Mach schon! Wer sagt denn, dass ich soll machen, wenn ihr auch bei den Downsider soll? Das ist meine Frage. Können wir das nicht im Frieden regeln? Ich hab doch nur den sabotiert. Ja, los! Jetzt ist gut. Verdammt! Ich komm nicht an den ran! Ich muss den mit dem Speer bekämpfen, den zweiten. Hinsehen.
Was da? Wäre der ja getreten und ich bin tot umgefallen, oder wie? Mann. Mann, ich glaube, ich muss die da liegen lassen und mich verdrücken. Sein Schwert bewegt. Dann noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Okay. Die haben wir vorläufig abgehängt. Irgendwann erwische ich dich. Ja, aber heute ist noch zu früh. Und ich weiß auch, dass ich hier laden werde. Weil das so einfach keinen Sinn hat. Da müssen wir das ganze Dorf umbauen, die ganze Stadt. Das ist mir zu armselig. Zu mühsam, zu mühselig. Oder wie man das nennt. Ja, ich mach mich auf den Weg zum Piraten noch mal kurz hier oben. Und dann, während ich hier so latsche, sage ich euch schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wisst ihr was, ich mach noch 2-3 Sekunden Überstunde. Oder auch nicht. Also bis zum nächsten Mal.